Hallo liebe Fußballfans des FC Bayern Altenau, herzlich willkommen. 7. Spieltag, unsere Bayern zu Gast beim FSV Wolfhagen und in der 4. Spielminute die Gastgeber zum ersten Mal vorm Tor unserer Bayern. Und da hat Fabian Wolpert im Kasten Glück, der Ball prallt an den Pfosten und dann in seine Arme. Auf der anderen Seite scheidet Damjan Bardic zunächst mit diesem Steckpass in die Tiefe. Die Bayern bleiben aber aggressiv, erkämpfen sich die Kugel zurück. Younes Djebari versucht es dann. Von halblinks außen aber, der Ball geht über das Tor. Dann Freistoß, erneut Younes Djebari, diesmal von der anderen Seite. Seine Flanke segelt in den 5-Meter-Raum, aber der FSV kann klären. Gut, die Hälfte des ersten Durchgangs ist gespielt. Wieder der FSV, wieder über links. Und dieser Schussversuch wird fast noch zur Vorlage, aber Marcel Wilke ist wach und klärt zur Ecke. Dann kommt Lennox Kern über die rechte Angriffsseite der Bayern. Seine Flanke auf Almir Ziger, der bleibt im Zweikampf stabil, spielt die Kugel weiter. Aber auch in der folgenden Szene kann der FSV noch einmal klären. Aber Altenau in dieser Phase etwas spielbestimmender wie zu Beginn. Damjan Bardic lässt zwei Gegenspieler stehen, spielt Doppelpass mit Almir Ziger, verstolpert aber dann das Spielgerät. Dennoch die Bayern in dieser Phase spielbestimmend. Wolfhagen mit dem nächsten Fehler im Spielaufbau. Justin Berry dazwischen, der bedient Mercer Sandi. Sein Zuspiel landet bei Almir Ziger und er lässt seine Gegenspieler stehen wie Slalomstangen. Und es heißt 0:1, 10 Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Wichtiger 1:0 Führungstreffer, denn bei hohen Temperaturen in Wolfhagen waren die Bayern fortan natürlich etwas in Vorteil. Nach dem Seitenwechsel aber dann ein ganz anderes Bild. Wolfhagen viel wacher und aggressiver. Er kämpft sich den Ball in der gegnerischen Hälfte und dann geht's schnell. Viel zu viel Raum und Platz für den Gegenspieler. Der kann Maß nehmen und trifft ins Langeck. Und so heißt es in der 49. Minute 1:1. Torschütze Lukas Ilian lässt sich natürlich gebührend feiern. Diesen Ausgleich hatten sich die Bayern selbst zuzuschreiben, zu passiv die Anfangsphase nach Wiederanpfiff und dann dieser Freistoß für die Wolfhagener. Der Ball geht aber ans Außennetz. Etwas mehr als eine Stunde gespielt. Lennox Kern nach dem Einwurf mit diesem Flankenball auf Mercy Sandy, aber dessen Kopfball kann noch verhindert werden. Kurze Zeit später die Bayern über links. Lukas Fächer im Strafraum, kommt an den Ball und wird dann von den Beinen geholt. Klare Sache, Foulelfmeter für den FC Bayern. Younes Djebari trifft zum 2:1 in der 63. Spielminute. Erneut also Führung für die Gäste. Danach war etwas Ruhe in Sachen Torchancen, dafür aber Schreckmoment. Almir Ziger musste behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Und wir machen einen Sprung, 82. Spielminute. Die Gäste erneut mit einem Stockfehler im Spielaufbau. Justin Berry am Ball, legt quer auf Lukas Fächer, aber der Keeper bringt noch die Hand auf den Ball. Kurz vor dem Ende erhöhen die Gäste natürlich noch einmal die Schlagzahl. Freistoß von der halbrechten Seite, der Flankenball in die Mitte wird zur Ecke geblockt. Die kommt gefährlich in den Strafraum und Mercy Sandi mit dem Kopf auf der Linie klärt er. Sonst wäre das hier noch der Ausgleich gewesen. Stattdessen die Bayern mit viel Raum zum Kontern. 88. Minute, Mercy Sandi schon wieder im gegnerischen Strafraum am Ball. Und dann der Abschluss von Younes Djebari, aber die gegnerischen Abwehrspieler bringen noch einmal ein Bein dazwischen. Und so dauert es bis in die Nachspielzeit. Lukas Fächer frei vor dem Keeper, schließt ab. Der Keeper hält, aber der mitgelaufene Daris Belil mit seinem zweiten Saisontreffer macht er alles klar. 3:1, das war gleichzeitig der Endstand. Vielen Dank fürs Reinklicken. Auf bald bei Bayern Altenau TV.